Wer hat mehr Deutschrap Edition? Gio hatte 8 von 68 Punkten. Mein Ziel ist also 9. Komm, wir gehen da rein. Es geht ab Pace. Let's go. Videos auch von den Influencern und die machen super Videos. Gibt's erstmal einen Daumen hoch. Erklärung. Aufgabe. Wer hat mehr? Es gibt immer Antwortmöglichkeiten. Je mehr Antwortmöglichkeiten, desto mehr Punkte sind möglich. Die Punkte für die Fragen sind dort angegeben. Reaction Streamer, bitte hierhin. Wie geil ist das denn schon wieder? Okay, ja. Alter, was für ein großes Fenster. Ist ja Wahnsinn. Oh, gut, hier kommt so. Cool. Da wird er mitgedacht. Das finde ich gut. Okay. Okay, Beispiel. Kollege Gio. Wer hat mehr Muskeln? Ich glaube Gio. Gio hat auf jeden Fall das Astralkörper des Grauens. Gio hat mehr Muckis. Sag ich! Ja. Okay. Alle Zahlen im Video sind vom 3.7.2023. Okay. Es gibt insgesamt 65 Punkte. Wer hat mehr Klicks auf YouTube? Ach so, hier gehen jetzt die beiden Dinger gegeneinander. Ach du Heiliger. Kann jemand von euch für mich mitzählen? Also, sonst muss ich es mir immer aufschreiben oder so. Alter, ich habe keine Ahnung. Ich habe von beiden überhaupt keine Ahnung. Ich sage Rin. Rin hat mehr. Rin. Ach, hör mir doch auf, Mann. So ein Scheiß. Wer hat mehr Solo-Goldalben? Oh mein Gott, nein, das wird ja grausam. Das ist ja alles 50-50. Einfach neu starten. Boah, das ist gar nicht so einfach, weil Kool Savas kommt halt aus der alten Garde. Da war es ja auch viel schwieriger, Gold zu holen. UFO ist mega erfolgreich. Und wird mit Sicherheit mehr gestreamt als ein Savas. Boah. 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 Ich trau mich jetzt einfach. Ich sag UFO. Und keine Sorge, ich gucke nicht in Chat. Ihr würdet sehen, dass ich schummel, wenn ich hier hingucke. Ich habe jetzt schon eingeloggt, also ich sage UFO. Aber ich gucke die ganze Zeit nur so, maximal hier hin, da sehe ich den Chat noch nicht. Okay. Och, halt das Maul, och, nö. Oh, ja, wenn ich so weitermache, brauchen wir ja keine Punkte aufschreiben. Das war jetzt so Fangfrage. Ich dachte, UFO hätte bestimmt auch schon so diese ganzen 3 Berliner, 4 Berliner, 5 Berliner. Also hätte auch ein bisschen Gold bei rumkommen können, Mann. Sag mal, ist das eigentlich mit dem Chat doof? Ja, ihr seht ja, wer es ist. Wer hat mehr Follower auf Instagram? Oh Gott! Ich glaube, Jizzes hat mehr. Jizzes hat, glaube ich, noch mehr Impact. Der hat, also ich würde sagen, Apache. Es ist aber echt schwer, Mann. Das ist ja echt alles 50-50. Apache hat bestimmt so 2,1 und Jizzes hat so 2,5. Jizzes hat mehr, der hat mehr als 1,6. Puh, 2,5 von 100.000 noch verschätzt. Big Points, wir sind da. Ein Punkt. Okay, wer hat mehr monatliche Hörer auf Spotify? Oh, das ist aber auch schwer. Also ich würde sagen Favorite. Curse, hat der irgendeinen Banger, der dauermäßig so von Feuerwasser gepumpt wird? Favorite muss mehr haben. Curse wäre geil. 133.000. Da könnte er mehr als Favorite haben. So viel hat Curse.
Oh, heiliger. Punkt. Punkt. Ich boxe Michael Jackson, hat schon mehr. Wer hat mehr positive Bewertungen? Puh. Ah, dazu wäre es jetzt gut zu wissen, wie viele Aufrufe Friesenjung hat. Das ist ja noch relativ neu. Sido Bossa Sterne, würde ich mal schätzen, hat so. Hat wahrscheinlich so 9 Millionen Klicks auf YouTube. Irgendwie sowas. 8, 9, würde ich mal denken. Dieses Friesenjung hat bestimmt noch nicht so viel. Es hat vielleicht eher so 5, 6 Millionen. Aber das ist halt trotzdem gerade so im Hype. Aber Sido war zu der Zeit auch. Ach, es ist knapp. Es kann natürlich sein, dass das weniger Aufrufe hat, aber mehr Daumen. Ich sag trotzdem Sido. Ich glaube, das hat mehr Aufrufe. Ich glaube, Sido. Sido hat noch mehr. Alter, aber gar nicht schlecht, oder? Jetzt mal ohne Spaß. Hä? Habe ich nicht sogar gesagt, Sido hat so 9 Millionen und das hat so 5? Hä? Okay, also, dann müssen jetzt auch die Daumen stimmen. Na komm. Ach, das ist nicht so viel. Das ist im Verhältnis nicht so viel. Das hat mehr. Hey, alles vorhergesagt. Aber falsch entschieden. Bitter. Das ist bitter. Sehr bitter. Ist genauso gekommen, wie ich nicht gehofft habe, dass es kommt. So, hier gibt es jetzt 2 Punkte. Mittlerweile 7 Millionen. Ja, okay, das wird halt noch gepusht. Das war auch ein paar Mal auf Platz 1 in Charts und so, ne? Oder nee, ich glaube, Apache ist die ganze Zeit mit Udo Lindenberg auf 1 in den Charts. Okay, wer hat mehr Jahre auf dem Buckel? Was war der jetzt? Also, ich muss jetzt sagen, wer der Älteste ist. Ich hätte jetzt gesagt Peter Fox. Also, Sammy sieht mit seinen Haaren eigentlich am ältesten aus, aber... Was könnte Azad sein? Lass mal kurz überlegen. Azad ist bestimmt so 81er Jahrgang. Demnach wäre er jetzt so 44 oder so. Kann ich auch mehr rechnen. 81er Jahrgang, dann wäre er jetzt 42. Sammy, schätze ich mal, ist so 45 und Peter Fox ist 47. Keine Ahnung, ich sag Peter Fox. Ist eingeloggt. Das ist ein Punkt. Das muss ein Punkt sein. Komm, da. Oh, Sammy. Ja, wichtig. 2 Punkte. Wir haben 4. Okay. Wer hat mehr 1 Live-Kronen? Alter Schwede. Ich kann leider 1 Live nicht einschätzen. Aber Raff ist so hyper erfolgreich. Crow ist zwar auch krass und Casper, aber ich sag Raff. Ich sag Raff. Gibt 2 Punkte. Komm, Raff, hol sie dir, Mann. Hol sie dir. Komm, 2. Ach, Crow hat. Der hat bestimmt 3. Ach, hör mir auf, Mann. Oh, 7, ja. Na klar, 10. Okay. Wer hat mehr YouTube-Abonnenten? Also, Takt 32 hat auf gar keinen Fall am meisten. Echo Fresh hat bestimmt so 1 Million. AK außer Kontrolle hat aber auch schon so richtige. Ich sag AK außer Kontrolle hat am meisten. Er hat wahrscheinlich. Also ich sag Takt 32 hat 200.000. Echo Fresh hat 1,1 Millionen. AK außer Kontrolle hat 1,4 Millionen. 27.000. Ah, Echo hat gewonnen. Mann! Ohne Echo hat keine Millionen. Es ist AK außer Kontrolle. Wichtig! 2 Punkte. Komm, wir haben noch ein bisschen was vor uns und so weit bin ich von Gios 8 Punkten gar nicht mehr weg. Wie viel habe ich? 6. Komm, das schaffen wir doch. Holen wir uns. Holen wir uns. Wer hat mehr Laufzeit? Video. Ich habe PA Sports Hops genommen. Reaction. Komm, wir schreiben Geschichte, Dokumentation. Farid Bang exklusiv über neues Album. Wer hat mehr Laufzeit? Also generell, was am längsten geht, ja? Boah, ich dachte jetzt gerade durch was, also am meisten geklickt, aber das macht, nee. Ich habe PA Sports Seele genommen, ist eine Reaction.
Das heißt, das ist eine Reaction, wie Jay Jiggy darauf reagiert, wie PA reagiert. Das muss ja lang sein. Er reagiert auf eine Reaction. Das geht locker über 2 Stunden oder 2 Stunden oder 1 Stunde 40 oder so, aber lang. Doku, würde ich mal denken, geht 90 Minuten. Das geht ja nicht so. Und das hier ist jetzt natürlich die Frage. Farid Bang exklusiv über neues Album. Ah, es ist zwischen 1 und 3. Ich sage, die 1 hat noch mehr. Die 1 geht 2 Stunden 10. Das hier geht 1 Stunde 58 und das hier geht 90 Minuten. Okay, 2 Stunden 4. Ach, was hat er wieder im Kopf, ne? Was ist da wieder los? 1 Stunde 54. 67? Komm jetzt, mich nicht hier. Yes! Wichtig! Okay, wir haben schon 8. Eingestellt. So, eine Antwort noch richtig. Dann habe ich Gio. Mein Freund, Junge. Wer hat mehr Likes? Insta-Bild. Okay. Matas. Also Likes auf genau dieses Bild. Boah, ich habe halt keine Ahnung von Kollegas Instagram. Ehrlicherweise habe ich von keinem dieser drei Ahnung vom Instagram. Kollege mit einem Pferd, was hat das wohl? 40.000. Bushido hier mit den Dingern. Das hat vielleicht 30. Sido mit dem Hund, da könnte natürlich was gehen. Ich sag, Sido hat am meisten. Sido hat 50, er hat 30 und er hat 40. 45? Komm, er hat einen 190! Bushido hat uns alle Ops genommen. Alter, was ist bei Bushido los? Da geht ja noch richtig was. Na gut, bleiben wir bei 8. Oh, jetzt gibt's 3 Punkte. Wer hat mehr Studioalben veröffentlicht? Oha. Ach, Genetik bin ich halt auch voll raus. Ne? Die ersten Alben, da war ich noch drin, aber 2, 3, was haben die? Genetik, schätze ich mal, haben so 1. Wann kamen die denn überhaupt? So 2012 oder so? 11. Die haben so 1, 2, 3, 4, 5, also 7 oder so. Keine Ahnung, wie viel fettes Brot hat. Aber ich glaube, die haben nicht so unendlich viele Alben gemacht. Massive Töne auch, keine Ahnung. KIZ oder Genetik? KIZ. Es wären 3 Punkte, das wäre richtig stark. Ich sag KIZ. KIZ hat 1 mehr als Genetik. Ihr tippt auch auf KIZ. Oh, 10. Die haben sogar 10. Ich habe 7 oder 8 geschätzt. Ja. Es ist wirklich Genetik jetzt, ne? Bitte massive Töne, rettet mich wenigstens. Ach. Schon wieder richtige Riecher gehabt. Schon wieder richtige Riecher und verkackt. Bitter. Es wären einfach 11 Punkte gewesen. Wer hat mehr Spotify-Streams auf das Album? Boah, auf das gesamte Album. Alle Albensongs kumuliert. Bushido. Mythos. Boah, dieses Mythos-Album war, glaube ich, das, wo Capital Bra und Samra noch da waren. Das heißt, da sind ein paar Songs drauf. Mit Capital und Samra. Allein das pusht es unfassbar. JWG 3 hat aber bestimmt auch gut geschallert. Apache aber auch. Und Luciano Loco ist bestimmt auch nicht von schlechten Eltern. Perfekt! Okay, das haben wir also schon mal. Oh Mann, es gibt bestimmt auch Leute, die entscheiden so voll schnell. So, oh, Bushido, aber ich will zumindest so eine Relation immer haben. Wie viele Songs hat Mythos? Also das wird auf jeden Fall mehrere 100 Millionen haben. Das Album hier wird mehrere 100 Millionen haben. Aber warte mal, Apache Platte. Ist da nicht auch Roller dann drauf? Allein wenn ein Roller da drauf ist, hat der ja schon mehr als alles andere gefühlt. Kollege Farid Bang. Glaube ich nicht, dass das so übertrieben krank gestreamt wurde. Luciano könnte auch, aber der würde eher bei neueren Sachen noch krasser ausfallen. Es ist Bushido oder Apache.
Ich sage Apache. Ich weiß nicht, welches Album diese Platte ist, aber wenn das... Nee, warte mal. Moment. Corona hat angefangen. 2020 ging das los, ne? Kam da nicht erst Roller? Oh, fuck, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wann kam Roller? Ich sag Apache. Scheiß drauf. Es ist jetzt bestimmt Bushido, aber ich sag Apache. Udo Lindenberg Song. Das ist von 2019, da war noch kein Udo Lindenberg Song drauf. Oh, das hat nur 8 Songs. Ey, es ist jetzt wirklich Bushido. Glaubt's mir, es ist Bushido. 208 Millionen. Okay, dann lass es JBG sein, dann ist alles gut. Oh! Holy, holy! Wir haben 11 Punkte, Mann. Wir haben 11 Punkte. Alter, 200 km/h und Roller sind dabei. Alter, mit 8 Songs fast 1 Milliarde Streams. Digga. Okay, alles cool. Alles richtig. 11 Punkte. Wir sind an Gio vorbei. Und wir sind noch nicht mal bei der Hälfte des Videos. Das gefällt mir aber. Ne, wir sind genau bei der Hälfte. Okay. 3 Punkte. Wer hat mehr Wörter im Wikipedia-Eintrag? Flair, Shindy, Moneyboy, Alligator. Puh. Also ich sag mal so, Flair hat da ganz gute Chancen, weil der so eine lange History hat. Was für ein geiles Quiz, muss man schon wieder sagen. Shindy ist natürlich noch nicht so lange da, aber der hatte auch diese Skandalsachen, der hat ein Buch rausgebracht, das hat Flair auch alles. Moneyboy, glaube ich nicht. Moneyboy hat aber auch diese Jugendsprache-Slangs gebracht, aber Alligator halte ich für am unscheinbarsten. Ich sage, es ist Flair. Ich sage, es ist Flair, der polarisiert doch auch immer und so. Und der ist am längsten am Start. Bin sehr gespannt. Das ist sehr schwierig. Also random. 5456. Okay, mehr als Genie. Komm. Wir haben den richtigen Riecher. Das ist er doch, Mann. Wer hat mehr Videos auf dem gesamten YouTube-Kanal? Boah, also Gio wird viel haben. Aber Tubo, oh, 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 oh. Oh Gott, Flo, der Flo. Das ist ja auch hier komplette Reaction-Szene. Alter Mann. Das gibt 7 Punkte, wenn man das richtig macht. Lasst mich kurz die Zeit nehmen. Mr. Rap hat, schätze ich mal, 300. Gio mit seinem Reaction-Kanal hat bestimmt so an die... Also ich habe, glaube ich, mit meinem so um die 200. Ich würde mal sagen, er hat das Vierfache. So um die 800. Tubo hat bestimmt Tausende. Digga, wie viele Reactions hat der gemacht? Tubo hat auf jeden Fall über 1000. Ist bisher der Vorreiter. Marvin Review G, glaube ich, hat... Also so viel wird er nicht haben. Ruth World, da wird es auch schon knallen. Aber ich glaube immer noch nicht, der macht ja nicht so viele so Reactions mit 3 Uploads am Tag. Also zumindest noch nicht so lange, glaube ich. Also Roos glaube ich auch nicht. Der Patrick könnte natürlich auch so ein Reactor, ne? Ich glaube, der könnte auch viel haben, aber Tubo sehe ich da auch noch. Ich glaube, es ist Flo, der Flo oder Tubo, weil das sind so diese absoluten Ur-Reactor. Und die hauen auch beide immer noch raus seit einem Jahrhundert. Oh, ist es Flo der Flo oder Tubo? Traue ich mich jetzt Flo der Flo zu sagen? Bisher habe ich bei diesen ganz schlimmen 50-50-Entscheidungen gerne auch mal daneben gelegen. Ich sag Tubo oder Flo der Flo? Tubo wäre irgendwie so obvious. Ich glaube, dass viele nicht darauf kommen, Flo der Flo zu sagen. Aber ich sag, der hat mal noch mehr. Tubo hat so 2.500, 3.000 und Flo der Flo hat 4.000. Ich log das ein. Ich kann es gucken. Gucken wir mal. 645. Gio hat mehr. Gio hat mehr. Aber ja, 800 kam sogar hin. Tubo 2000. Bisher eigentlich alles ganz gut. Marvin, keine Ahnung, aber ja. So fährt Ruth auch nicht. Mazdako weiß ich halt nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, Flo hat wirklich mehr als Tubo. Ich glaube, der hat mehr. 1800. Komm. Yes!
Leute, ich höre nichts sagen, aber ich bin in diese Reactor-Szene nicht reingekommen, um mich nicht umzuschauen. Ich kenne meine Konkurrenten, okay? Also, weiter geht's. 7 Punkte. Eingesackt. Cool. Okay. Sagen, was haben wir jetzt? Wer hat mehr Kommentare unter dem Video? Alter, ja. Das ist ja komplett random. Ich habe aber mir das schon gedacht, weil Flo, der haut wirklich... Ich bin mal da drauf gelandet auf dem Kanal. Also ich bin auf allen, bis auf diesem Mazdako, auf jedem Kanal davon schon mal gelandet. Und bei Flo, habe ich genau das, glaube ich, damals festgestellt. Da habe ich genau das nachgeguckt, dass der viele Videos, also sehr viele hat. Weil ich gesehen habe, dass der selbst heute noch und vor 5 Jahren schon zu tausenden Releases die ganze Zeit Uploads raushaut. Wie ein Bekloppter. Deswegen dachte ich mir, es könnte wirklich noch doller als Tubo sein. Wer hat mehr Kommentare? Ja. Sinanji Statement habe ich gesehen. Das hat mehrere tausend. Alter, JBB Finale Sponge Geo. Das wird ja auch unnormal viel haben. Schlechteste Deutsche Blinds Volume 1. Also das ist ja komplett, das kann man ja gar nicht wissen. Die Macht der Clans. Boah. Alter Schwede, vielleicht hat es sogar echt das Finale hier. Also das hier auf gar keinen Fall. Das hier würde ich sagen hat so 5.000, 6.000. Ich habe das gesehen, ich meine irgendwie sowas gesehen zu haben. So 4.000, 5.000, 6.000. Das hier, keine Ahnung, glaube ich nicht. Sido Interview ist auch sehr viral gegangen, aber es hat so... Hat das wirklich so viel 5.000? Lass es 5.000 haben. Das hier kann ich nicht einschätzen, das auch nicht. Schlechte deutsche Blinds hat. Ich glaube wirklich, das Finale hier hat am meisten. Weil das Finale hier hat bestimmt 20 Millionen Klicks oder 10 Millionen oder 15. Das wird locker 15.000, 20.000 Kommentare haben. Ich glaube wirklich, das Finale hat's. Ich logge das ein, deswegen gucke ich jetzt. Eines der Videos hat mehr Kommentare als alle anderen zusammen. Du kannst dich auch nochmal umentscheiden. Ich sage, dann sage ich, ja, dann sage ich weiterhin das Finale von Gio und SpongeBob. Bleibe ich dabei. Das unterstützt meine Meinung sogar. 8.000. Das ist es doch! Sie wird ja nicht ein anderes 200.000 haben, oder? Also, Leute, ich werde nichts sagen, aber das läuft gar nicht so schlecht. Okay. Ja, ich habe schon viel Zeit auf YouTube verbracht, ne? So ist nicht. Ich darf auch nicht vergessen, ich gucke kein Fernsehen seit 2016 oder so. Okay. Wer hat mehr verkaufte Einheiten? Und man muss tatsächlich, wenn wir jetzt Pimpfi hätten, der könnte euch das bestätigen. Ich bin so ein Zahlenmensch. Also ich merke mir sowas. Ich finde sowas auch immer interessant. Deswegen sind hier ein paar Sachen dabei, die tatsächlich... Also das hier ist ein Format, das ist... ja, dachte ich schon, es könnte Potenzial haben, aber hätte es auch natürlich anders laufen können. So 50-50-Entscheidungen sind dann natürlich auch schwierig. Boah, so, wer hat mehr verkaufte Einheiten? Crow Traum war sehr erfolgreich. Kalcha Candela Monster, ja gut, das sind jetzt ja alles so Überhits. Boah. Verkaufte Einheiten. Jetzt wäre aber interessant zu wissen, sind damit nur wirklich physische Verkäufe gemeint oder auch Klicks? Verkaufte Einheiten. Das hört sich für mich nach physischen Tonträgern an, oder? Da, ich gucke jetzt einmal in den Chat. Bitte jetzt nichts spoilern, falls es jemand weiß. Genau die Frage habe ich mich auch gestellt. Ja, okay. Ich gucke jetzt nicht hier weiter. Wenn es nach Klicks geht, weiß ich, dass schlechtes Vorbild... Ach nee, stimmt gar nicht. Hier, Bilder im Kopf ist das krasseste von Sido. Wenn es nach Klicks geht, ist es entweder Was du Liebe nennst oder Ohne mein Team. Ich würde schätzen, es ist Ohne mein Team mittlerweile. Was du Liebe nennst hat wahrscheinlich so 180 Millionen und das hat so 200 irgendwas. Aber verkaufte Einheiten, Wildberry Lillet, nee. Das hier spielt schon gut vorne mit. T
Tic-Tac-Toe, warum? So, das ist jetzt nämlich genau, das sind andere Zeiten. Bones und Ruff werden physisch, obwohl, warte mal, die sind doch auch so Diamant gegangen, ne? Aber hat bestimmt auch mit Streaming zu tun. Oh, fuck. Hier darf man die Oldies nicht unterschätzen. Bowser, nein. Wildberry Lillet, nein. Ja, und jetzt wird's schon lustiger. Traum von Crow. Hat bestimmt viel verkauft. Alles. Oh, fuck. Das ist sehr, sehr schwer. Tic-Tac-Toe, warum? Bestimmt viel verkauft, aber also glaube ich auch nicht. Schlechtes Vorbild. Sagen wir mal, hat 300.000 verkauft. Das hier, sagen wir mal, 250. Und mein Team. Monster kann ich überhaupt nicht einschätzen. Und alles neu. Wann kam das ohne mein Team? 2015 oder so? 2016? Ich sage alles neu. Komm, alles neu ist eingeloggt. Ja, aber ich will ja generell auch eine gute Zahl aufstellen. Ich sage jetzt alles neu, hat alles hops genommen. Weil es ja um physisch wahrscheinlich geht. 1 Million? Oha! Fuck. Ich glaube, Crow macht's. Was? Oha, okay. Gar kein Problem, das habe ich ja komplett vergeigt. 200 Streams gelten als ein Verkauf. Ja, gut. Dann hätte ich aber trotzdem eher ohne mein Team auf die 1 gesetzt. Also ist trotzdem nicht schlimm. Noch 2 Fragen. Wer hat mehr Gold-Singles in Deutschland? Auch als Feature und natürlich zählt auch besser als Gold. Gold-Singles. Ist da Capital Bra dabei? Nein, natürlich nicht. Besser als Gold zählt auch, aber zählt das dann doppelt? Zählt jetzt Platin wie zweifach Gold und Diamant wie dreifach? Wahrscheinlich schon, ne? Flair ist es nicht. Kasimir ist es auch nicht. Haftbefehl ist es auch nicht. Farid Bang ist es als Labelchef bestimmt, aber nicht als Einzelperson. K1 hat zwar so ein paar Hits, aber nicht in dieser Menge. So. Contra K kann ich überhaupt nicht einschätzen, weil ich kenne mich da null aus. Ach, der hat bestimmt ein paar Gold-Singles. Was, so viele? Ich glaube, da sind Rin, Luciano und Alligator in meiner allerengsten Auswahl. Luciano ist, glaube ich, letztes Jahr der meistgestreamte deutsche Artist gewesen. Da werden so viele Singles Gold gegangen sein, allein dadurch. Und Rin ist auch so ein Goldgeher. Und Alligator hat aber auch so mit Willst du mit mir Drogen nehmen und anderen Sachen auch sehr viel. Rin oder Luciano, sage ich. Ich gehe jetzt einfach mal mit Luciano. Ich probiere es. Weil hier werden ja die Streams mit rein. Hier werden ja die Streams mit reingezählt. Farid Bang hat 3. Farid oder Contra? Also mit 3 wird er doch niemals am meisten haben. Farid hätte ich tatsächlich als mit am weitesten unten gesehen. Was ist da Gold gegangen als Single? Als Single? Das ist schwierig. Alter, Contra krass stark, ja. Das war klar. Flair 0. Rin 11. Ich glaube, Luciano hat noch mehr als 15. Okay, 9 Punkte. Rein in die Tash. 9 Punkte. Es ist wirklich, weil Luciano einfach so viel gestreamt wird. Ich glaube, der hat 6 oder 7 Millionen monatliche Menschen, die das hören auf Spotify. Und dadurch, ich weiß nicht, ab welcher Streamzahl man Gold geht, aber der wird ja so viele Songs haben, die über 50 Millionen oder was weiß ich, was man da braucht, haben. Also von daher, crazy. Crazy. Okay. Oh, wow, ja, Alter. Wie übertrieben.
Wer hat mehr monatliche Spotify-Hörer? Also jetzt muss man mal gucken, wer von denen könnte am meisten haben. Was ist denn das hier? Das Roh? Ach, das Bo, ey, das Roh, ne? Aua, Entschuldigung. Gio habe ich mal geguckt. Der hat, glaube ich, so 50k. Lelano ist ja ursprünglich ein YouTuber gewesen. Ich glaube, der hat tendenziell am meisten hiervon. Ich glaube, jetzt hier und so, da ist nicht so viel. Manuelsen. JGigi, warte mal, JGigi hat über 100k. Der habe ich auch geguckt. Der hat so 120. Tanzverbot, der hat einen Song. Also, das wird nicht so viel sein. Reportagen kann ich mir auch nicht vorstellen. Fatoni würde ich schätzen, ist so ein 100.000er-Type. Manuelsen macht halt mehr Beef als Songs. Würde der einfach nur Songs releasen, hätte der am meisten. MC René, nein. Jack von Crack, keine Ahnung. Das Bo. Könnte, bei Das Bo könnte natürlich aufgrund der Hits was gehen. San Andreas kann ich nicht einordnen. Also, von dieser Ecke hier ist für mich JGG die 1 mit 120. Hier auch übertroffen, hier auch. Es entscheidet sich zwischen JGG, Lelano und Das Bo. 120k. Lelano, sage ich, hat noch mehr. Keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, wie viel. Sagen wir mal 200.000. Und das Bo, es ist die Frage, wie viel hören sich noch so Sachen an, wie wir cruisen und so. Traue ich mich jetzt echt, das Bo zu sagen? Das ist so oldschool. Haben die so ein paar Hits, die noch immer funktionieren? Ich glaube, ich gehe mit Lelano oder das Bo. Nee, oder war durch die City Düsen, war das massive Töne, das war massive Töne, ne? Von wem war denn noch das, was war denn noch von das Bo? Ne, ich sag Lelano. Ich sag Lelano hat am meisten von denen hier. Natürlich, natürlich, ja. Okay. 120 ungefähr. 123, okay. Oh, Fatoni hat so viel stark. San Andreas hat aber ist gut. Da habe ich überhaupt kein Gefühl. Null. Aber Lelano könnte noch mehr haben. Der hat doch so ein paar Hits gehabt. Da kenne ich auch keinen, aber hatte der doch. Ja, okay, ist nicht schlimm. Ey, aber mal ganz ehrlich, San Andreas ist der einzige, mit dem ich nichts anfangen konnte. Und wenn der nicht dabei wäre, wäre es Lelano gewesen. Also kann ich im Prinzip jetzt auch nicht allzu sauer sein. Ist halt so. Das wusste ich einfach nicht. Den konnte ich überhaupt nicht einordnen. Null. Krass. Okay, ey. Geiles Quiz. Sehr, sehr geiles Quiz. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Es hat, glaube ich, länger als 20 Minuten gedauert. Tut mir leid, aber wir haben auch ein paar Punkte geholt. Da. Ja, GG, Leute. GG. Wir haben ein paar Pünktchen aber auch rangeholt. Damit macht Kiko den Sack zu und rasiert Gio komplett mit sage und schreibe 37 Punkten. Aber Gio hatte 8. Der hat vielleicht aber. Ey, da sind auch viele Sachen. So 50-50 ist schwierig, ne? San Andreas im Feature mit Vice City. Schön zu sehen, dass man so viele monatliche Hörer haben kann, ohne das TikTok-Game mitzuspielen. Ja, Fatoni, das ist sehr stark. Habe ich auch unterschätzt. Habe ich unterschätzt. Finde ich auch absolut strong. Ja, ey, Leute, lasst auf jeden Fall Liebe. Lasst auf jeden Fall gerne Liebe. Hier ist sehr aufwendiges, starkes Video gewesen. Wie viele Punkte habe ich? 37 Punkte. Mal sehen, was die anderen. 45 Punkte, Alter. Dislike. Dislike. Feier ich. Okay. 37 Punkte. Kommt ran. Er kann ja nicht so viele von den späteren Fragen gehabt haben. Ja, es ist halt, ne, dann natürlich auch ärgerlich. Und so eine dann einfach mal richtig trist, dann hast du natürlich schon gewonnen, mehr oder weniger. Fatonis Zielgruppe ist auch mehr das, was hier im Chat ist. Das stimmt. Stimmt.
sehr stolz auf unseren Chat.